So, dann fangen wir mal an, die Mission. Geld werfen kann man auch nicht mehr. Schade. Da kommen wir auf jeden Fall nicht höher. Sollen wir doch hier durchlaufen? Aber ich habe doch hier gerade. Ich glaube, die sind alle nicht so gut auf mich zu sprechen. Ja, oben ist schon mal besser. Wir gucken bestimmt nicht nach oben, hoffe ich. Hier regnet's. Scheißwetter. Guck mal, das ist ein Aussichtspunkt. Den werde ich mir jetzt erstmal schnell holen. Weil mich das aufregt, wenn ich nicht die Karte sehe. Da haben wir eine Kiste, die dürfen wir aber nicht, können wir nicht öffnen. Rote Kisten kann man nur im Koop öffnen. Ja, also wenn jetzt jemand zuguckt, der mit mir zusammen hier mal Koop machen möchte, dann einfach mal einen Kommentar da lassen. Wäre mir lieber als mit irgendeinem Fremden, der hier nicht weiß, was er machen muss, beziehungsweise sich anstellt. Ja, sehen wir schon, das ist nicht ganz so hoch, der Turm. Und ab in den Heuhaufen. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wir sollen das untersuchen. Aber nach was weiß ich nicht. Stimmt, nach dem Typen, aber. Woher weiß ich denn? Wie, wo, was? Oh, hier ist Rotlicht. So ein Puff. Ich habe bisher nur ein paar hundert Narren getötet, du Narr! Das ist auf jeden Fall mal mehr in die Mitte, glaube ich. Wenn man Zeichen, ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Ist jetzt eine gute Frage, was man hier machen soll. Da ist ein Dieb. Jemand muss ihn aufhalten. Er hat aus meinem Laden geklaut. Habt ihr gesehen, wo er hin ist? Schnappt ihn! Warum hilft mir keiner? Ich krieg dich. Ça va toi-même.
Vielleicht ist es gar nicht in dem grünen. Warum so eilig? Ich würde dir gerne Scheiße aus. Sondern in dem roten. Weil ich das eigentlich nicht glaube. Versuchst du wegzulaufen? Ja, versuche ich. Nee, wir müssen schon dahin. Aber wohin ist die Frage? Komm hier rüber! Ich gebe dir meine berühmte Zahnexplosion! Verdammter Narr! Du kannst hier nicht einfach tun, wie es dir beliebt! Ich glaube, das Ding hier sollen wir untersuchen. Aber ich kann ja nichts machen. Ich mach dich nieder! So, dann werde ich jetzt hier erstmal alle ummetzeln, dann kann ich mich in Ruhe umsehen. Boah, der Große, der haut ihn da mit einem Schlag um. So gesagt. Ich sehe dich. Gar nicht. Ich mach dich nieder. Ah. Da bist du ja. Il a pourtant l'air civilisé. Zu langsam. Es ist ja alles leer, aber ich weiß immer noch nicht, was ich untersuchen soll. Ich weiß gar nicht, dass man hier nicht vor denen wegkommt. Die machen auf jeden Fall hier alle rum und betteln und... Aber was genau soll ich hier machen? Das ist bestimmt was total Einfaches. Steht das hier vielleicht? Nö. Nur, dass man den untersuchen soll. Irgendwo gibt es einen Agenten der Templer. Ich muss den Agenten finden, aber... Ach, hier, guck mal. Hab dich. Hast du hier eingekackt? Brauchst du neue Hosen? Sofort stehen bleiben! Komm, den kriegen wir. Der ist aber nicht locker. Doch jetzt. Mann, Dinda, da schneide ich dir das Bein ab. Alter. Da bist du ja. Roi de Thunes Adjutant. La Touche. Oh, das würde ich lassen. Seht.
Schulden, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thunes sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr bloß stürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt ihr nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen, dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe eure Frage. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arnaud. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! So. Die Nächte werden wieder kalt. Das beunruhigt dich nicht? Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Ja. Welche denn? Die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund übernahm. Lieblich verfallen von denen. Und du schläfst warm wie eine Katze vorm Kamin. Verfolgen. Versuchen wir es mal. Keine Schritt weiter. Komm! Zurück mit dir! Tina! Hey, komm sofort zurück! Dieb, Elender! Haltet den Dieb auf! Er hat einfach reingelangt und sich was genommen! Jetzt sehe ich gerade mal, dass wir hier Kills mit Phantomklinge machen sollen. Monsieur Latouche, sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Der Tag wird kommen, Sittenstrolch. Und zwar eher, als ihr denkt, glaubt mir. Wir dürfen den auch nur 13 Sekunden nicht sehen. Oh oh. Jetzt haben wir erstmal einen Kill mit der... Hey, hör auf! Oder ich säg dir beide ab! Das war jetzt der falsche Knopf. Gehen wir nachher was trinken? Kenne ich dich? Genau, den wollte ich eigentlich erschießen. Verstehe ich nicht, warum. Stimmen diese Gerüchte über Thierry? Ich weiß noch, wie er schrie und wie lange es andauerte. Nur wegen eines kleinen Fehlers in der Buch. Ich dachte, er hätte wenigstens warten können. Ja, zwei, scheiße. Nochmal. So, da haben wir die Herausforderung geschafft. Jetzt
Müssen wir den nur noch schnell verfolgen. Jetzt bin ich schon Elite-Lehrling. Läuft. Bringt ihn hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein! Mal schnell den hier oben weg. Antirevolutionärer Bastard! Kirschbombenköder. Ich habe noch leider keine Kirschbomben. Die Anweisung war, das Gebiet zu bewachen. Warum? Da unten ist er. Müssen wir nur irgendwie in das Haus kommen. Du verlierst dein Tempo, toter Mann. Die Frage ist, wie kommen wir ins Haus? Oder hier haben wir schon das zum Sammeln. Warum kann ich das jetzt nicht sammeln? Jetzt Fundstück. Der steht mir da leider im Weg. Oh ja, geht's schon, freiwillig. Aber der steht im Weg. Was soll mit dem Unglücksraben in Bett 6 geschehen? Schwere Verhandlungen durch Feuer und seine Familie schaffen. Einfach so schwer, dass wir beherzigen, ohne die Stadt in Asche zu legen. Ja, da haben wir erstmal eiskalt umgelegt. Ob das jetzt richtig war, weiß ich gerade nicht. Aber falsch scheint es nicht gewesen zu sein. Boah, wir können den aber noch plündern. Schießpulver. Wir müssen auf jeden Fall zu dem da oben. Oh, und eine Medizin, das hört sich gut an, weil ich hatte nämlich keine Energie mehr. Die Katakomben! Er ist in den Katakomben unter der alten Kirche! Latouche, ich habe euch mehr Rückgrat zugetraut. Was wird nur euer Meister sagen? Oh Gott, hilf mir! Gebiet verlassen. Zu mir, du hältst uns nicht auf. Aber ihr mich auch nicht. Wie kommst du nicht? Stirb wie ein Mann, du Feigling.
Ja, hat man das geschafft.